6 von 11 Ulmern in der heutigen Startformation haben vor dieser Saison noch überhaupt kein Drittliga-Territorium betreten. Junge Hüpfer bei den Spatzen auf dem Weg zum Durchmarsch. Das gab's doch schon mal. 98, legendär unter Ralf Rangnick. Die größtmögliche Herausforderung vor größtmöglicher Kulisse wartet bei Dynamo. 30.000 sind da und die Spitzenspatzen sind auch erstmal beeindruckt. Dynamo im Vorwärtsgang. Ecke, Ahmed Arslan, Kopfball, Stefan Kutschke. Dresdens Kapitän ärgert sich da. Super Kopfballchance aus dem Stand. Und da schiebt er seinen Gegenspieler Philipp Meyer einfach zur Seite. Cessa muss auf der Linie klären. Dann gab es ein bisschen mehr Feuer in der Partie. Romario Rösch will den Ball nicht hergeben. Kammerknecht ist genervt davon. Patrick Ittrich, der Schiedsrichter und Polizist aus Hamburg, kümmert sich drum. Erste Gelbe in diesem Spiel. Dann dieser Ball gewinnt Niklas Hauptmann. Dauernd unterwegs. Hauptmann und Ortak. Mit der Parade, das war auch Pflicht, aber das ist ein guter Move von Niklas Hauptmann. Selbst die Kamera kommt ins Schwindeln. Und Ortak hält dann. Weiter Dresden mit Ahmed Arslan und mit Zimmerschied. Dynamo Dresden unter Markus Anfang schwer in dieses Jahr gekommen. So langsam wird es besser. Zuletzt ja der wichtige Sieg gegen 1860 München. Hier wieder Zimmerschied. Das ist wieder Niklas Hauptmann. Nur gestoppt von der Latte. Sechsmal hat er schon geknipst. Er macht hier alles richtig. Die Ballmitnahme, das Zuspiel von Zimmerschied optimal. Aber der Treffer bleibt aus. Lemmer gefoult von Romario Rösch. Da war doch gerade was. Und Ittrich kennt heute keine Gnade für dieses Foul. Gelb-Rot, Ulm zu zehnt. Harte Entscheidung. Rösch stellt nur den Fuß rein. Unterzahl für den Spitzenreiter. Aber Kevin Ehlers gleicht das Ganze wieder aus Dynamo-Sicht. Notbremse gegen Sienza. Und Ittrich hat keine andere Möglichkeit, als das so zu entscheiden. Kevin Ehlers, komplett schlechtes Stellungsspiel, schlechtes Timing beim Absprung. Dann bleibt ihm nur der Textiltest. 10 gegen 10, das ist der Freistoß. Broll muss ran. Gutes Fußballspiel jetzt vor über 30.000. Die Ecke. Und das ist ein richtig guter Kopfball von Philipp Strompf, der da alle Zeit der Welt hat. Mehr als 1,90 groß. Kleiner Schubser gegen Ahmed Arslan. Und dann ist Pause. 8:2 Torschüsse aus Dresdner Sicht. Ulm ein wenig im Glück. Und jetzt war ja viel Platz auf der Wiese. 10 gegen 10. Dresden kommt. Lemmer mit der Flanke. Und Zimmerschied mit dem Kopf. Dynamo tut sich trotzdem schwer in der Chancenverwertung. Jetzt mal was von Ulm. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Der eingewechselte Thomas Castanaras bei Starkregen. Und der Boden wurde immer glitschiger. Kutschke mit der Möglichkeit nach diesem Geschenk. Kutschke für Dresden vorbei. Stefan Kutschke lässt Strompf stehen, legt den Ball auch am Keeper vorbei, aber eben auch am Tor. In der Nachspielzeit. Broll kann es nicht fassen. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Nochmal Dynamo. Noch ein Angriff. Ömichen in der Mitte wartet Hauptmann. Keine Kraft mehr in den Muskeln für den Absprung zum Kopfball. Konter für Ulm läuft. Castanaras, Seitenwechsel. Castanaras, Stoll. Klatsch! Der Pfosten rein in den Abpfiff. Es wäre ein Tor des Monats gewesen. Der eingewechselte Lennart Stoll mit der letzten Aktion. Top-Seitenwechsel von Castanaras. Top-Volley-Annahme. Aber der Treffer fällt nicht. Am Ende hüpfen beide. Dresden und Ulm trennen sich 0:0. Der SSV 1846 ist jetzt 514 Minuten oder auch 8,5 Stunden ohne Gegentor. Der Höhenflug der Spatzen geht einfach so weiter.